Mann und Frau haben angeborene Aufgaben, denen sie entweder gerecht werden oder nicht gerecht werden. Und sie haben individuelle Veranlagung sowie Potenzial, welches ihnen einen entsprechenden Partner einbringt. Männer haben hier den Vorteil, dass sie weniger nach ihrem Äußeren und mehr nach ihrem Selbstbewusstsein, ihrer Macht und ihrem Einfluss bewertet werden. All diese Dinge aber bringen Frauen rein gar nichts in Bezug auf Anziehung. 0,0. Ich meine, was ist daran so schwer zu erkennen? Das kann man doch nur leugnen, wenn man die Augen nicht aufmacht. Andersrum ist es bei Männern. Diese müssen ihre weltliche Macht geltend machen, soziale Anerkennung, Selbstvertrauen, Durchsetzungsvermögen, Hierarchie und Wettbewerbsdenken, all das eben. Und Frauen, die haben die nicht weniger wichtige Aufgabe, gut auszusehen und entsprechend weibliche Wesenszüge an den Tag zu legen. Das heißt also, sie haben die sexuelle Macht, während Männer so gut wie gar keine sexuelle Macht haben. Und wenn ich dann Kommentare lese wie, doch, Männer haben diese Macht und sie sind diejenigen, die die Wahl treffen, ach, da frage ich mich, in welcher Welt dieser Junge lebt. Eine Frau, relativ egal, ob sie gut oder weniger gut aussieht, die kann doch losziehen und innerhalb von einer Stunde Sex bekommen. Wahrscheinlich sogar in 10 Minuten, da gehört nichts dazu. Ein Mann aber kann das im Normalfall nicht mal, wenn er gut aussieht. Und ich rede jetzt hier nicht von einer Partymeile, auf der du, naja, vielleicht beim Spring Break oder woanders losziehst und 500 Frauen fragst, ob sie es mit dir tun wollen. Kannst du aber machen, ist bestimmt eine gute Erfahrung. In der normalen Welt aber, also wenn wir nicht von kurzfristigen Hookups reden, hast du etwas vorzuweisen und du musst der Frau weltliche Macht demonstrieren. Frauen haben, wie gesagt, die sexuelle Macht und genau deshalb haben sie auch die höhere Verantwortung, was die Gattenwahl anbelangt. Paaren sie sich mit einem Verlierer oder mit einem minderwertigen Betamann, dann werden ganze Folgegenerationen dumm aus der Wäsche gucken und ebenfalls minderwertig sein. Alles simple und wissenschaftlich anerkannte soziobiologische sowie hereditäre Abläufe. Ich würde Frauen sogar empfehlen, noch rigoroser bei der Auswahl zu sein, als sie es im Moment sind. Denn aktuell werden sie ihrer hohen Verantwortung eben durch oftmals schlechte Selektion nicht wirklich gerecht.